Moin, der Wolfgang vom schönsten Ort Europas, St. Peter-Ording. Mit Spielwaren Mondenkind. A Fake Artist Goes to New York. Das ist ein Spiel aus dem Hause Oint Games. 5 bis 10 partylustige Spieler und eine Riesenportion Spaß. So klein das Spiel auch ist. So funktioniert es. So, das ist jetzt ein Aufbau für 7 Spieler. Hier vorne, das ist der Spielleiter. Der Spielleiter und die 6 Spieler. Jeder Spieler hat eine Spielerfarbe. Das ist der Orangene, der Grüne, der Pinke und so weiter Spieler. Die Spielkärtchen von den Spielern werden eingesammelt. Die bekommt der Spielleiter. Der mischt die erstmal gut durch. So. Und nimmt sie und schreibt mit einem Stift, der trocken abwischbar ist. Alle die Stifte sind trocken abwischbar. Auf ein Kärtchen ein X und auf alle anderen Kärtchen sagen wir mal einen Begriff aus der Kategorie Küche. So, Küche. Diese Kategorie gibt er bekannt. Die Spieler, die sehen nicht, was der Spielleiter hier aufschreibt. Und hier würde er beispielsweise aus dem Begriff Küche ein Sieb aufschreiben. Und zwar bekommen 5 von den 6 Spielern den Begriff Sieb. So, Sieb und Sieb. So. Die Spieler haben das nicht gesehen. Das hat der Spielleiter gemacht, ohne dass die anderen das gesehen haben. Nun gibt er jedem Spieler sein Kärtchen wieder. Jeder Spieler bekommt sein Kärtchen wieder. So, das ist der schwarze Spieler, der pinke Spieler und der grüne Spieler. Nachdem jeder Spieler seinen Begriff zurückbekommen hat, schauen Sie sich das an. Dieser Spieler weiß also, aha, wir zeichnen ein Sieb. Dieser Spieler, aha, der weiß nicht, dass er ein Sieb zeichnet. So, der Spieler weiß, dass ein Sieb gezeichnet wird. Ebenfalls weiß der blaue Spieler das. Der braune Spieler und auch der schwarze Spieler weiß, dass es sich um ein Sieb handelt. Auf diesem Block oder in dieses Feld wird jetzt 2-mal hintereinander jeder Spieler einen Strich zeichnen. Das heißt, dieser Spieler weiß, wir alle zusammen malen ein Bild. Und zwar soll es sich dabei um ein Sieb handeln. Dieses Sieb muss jetzt aus insgesamt 12 Strichen bestehen, muss aber nicht fertig werden, sondern es kann einfach nur irgendwo, beispielsweise er zeichnet jetzt hier etwas hin. So, dieser Spieler weiß auch, dass das ein Teil vom Sieb sein soll. Er weiß aber nicht, dass der Spieler weiß, dass es ein Sieb ist. Das heißt, er versucht jetzt auch irgendwo etwas zu malen, was mit einem Sieb zusammenhängen könnte. Alle Spieler wissen, das hat der schwarze Spieler gemalt, das hat der braune Spieler gemalt. Jetzt sollten wir das so malen, dass die, die wissen, dass es sich um ein Sieb handelt, den anderen schon mitteilen, dass sie wissen, dass es sich um ein Sieb handelt, aber demjenigen, der nicht weiß, dass ein Sieb gemalt werden soll, nicht zu viel davon verraten, weil der weiß ja nicht, was das werden soll. So, der blaue würde jetzt also, sagen wir mal, hier etwas malen. So, dann wäre der pinke an der Reihe, der könnte also beispielsweise hier etwas malen. So, und jetzt ist der grüne an der Reihe. Der grüne weiß nicht, dass es ein Sieb ist. Da kann er auch noch nicht wirklich was draus erkennen. Also versucht er jetzt möglichst unverfänglich hier an diesem Bild mitzuwirken und würde vielleicht hier was hinmalen. Warum diese Form? Weil die anderen auch alle solche Haken gemalt haben. Ja, dadurch ergibt sich das. Der orange Spieler ist an der Reihe. Der würde jetzt vielleicht hier etwas hinzumalen. So, jetzt sind wir einmal durch. Jetzt wird noch einmal durchgemalt. Das heißt, jeder Spieler muss einen zweiten Strich malen. Jeder kann genau das nachvollziehen, wer was gemacht hat. Nachdem die zweite Runde vorbei ist,
zählt der Spielleiter 3, 2, 1 herunter und danach zeigt jeder Spieler auf den Spieler, bei dem er glaubt, dass es sich bei ihm und dem Fake-Artisten handelt. Und bekommt der Fake-Artist die meisten Stimmen, hat er erst einmal verloren. Erst einmal, sage ich deswegen, weil er hat noch die Chance zu gewinnen. Nämlich dann, wenn er errät, was wir hier gezeichnet haben. Errät er es nicht, haben alle Künstler gewonnen und Spielleiter wie auch Fake-Artist verloren. Bekommt, wie gesagt, der Fake-Artist die meisten Stimmen und kann erraten, um was es sich hier handelt, hat sowohl der Spielleiter als auch der Fake-Artist gewonnen. Ja, und wenn der Fake-Artist nicht die meisten Stimmen bekommt, dann hat er die Künstler so sehr hinters Licht führen können, dass er nicht überführt wurde und auch in dem Fall haben sowohl Fake-Artist als auch Spielleiter gewonnen. Ihr spielt mehrere Runden, wer dann die meisten Punkte hat. Jeder, der gewonnen hat, bekommt einen Siegpunkt. Hat das Spiel für sich entschieden. Also, schöne Grüße vom schönsten Ort Europas. Bleibt gesund und demnächst hier. Ich würde mich freuen. Ciao, der Wolfgang.